Erwischt. Erwischt, erwischt. Kann ich dir assistieren? Ach, ich weiß, es sieht komisch aus, aber es ist nichts Persönliches. Wir haben alle unsere Befehle. Und ich bin erleichtert, dir sagen zu dürfen, es ist alles in Ordnung. Kannst du wieder einpacken? Vielen Dank. Ach komm, Pauli, bist du jetzt beleidigt? Hör ich was Beleidigtes aus dem Pauli? Ist Pauli beleidigt? Der beleidigt doch Pauli! Pauli, da kommen wir nicht! Da kommen wir nicht! Na, Mann? Das bin ich. Dr. Schmidt, Chefdolmetscher. Haben Sie einen Moment für mich? Natürlich. Ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen. Ich bin ganz erleichtert, dass ich das nicht alles alleine machen muss. Nachher in München übernehme ich den Führer, den Duce, den Prime Minister und den Président du Conseil. Ja, Sie machen mir so das Drumherum. Was sprechen Sie sonst noch, außer Englisch? Français, Italiano und Niemnoschka, Nusavsjem, Niemnoschka, Barai. Die Russen sind ja hier nicht eingeladen, genauso wenig wie die Tschechen. Keine Angst, ich erkläre Ihnen das später im Detail. Jetzt wartet erstmal der Führer auf seine Zusammenfassung der Auslandspresse. Übernehmen Sie das bitte sofort? Sofort? Ja, sofort. Was muss ich machen? Schauen Sie ihm in die Augen, sagen Sie nichts, solange er Sie nicht direkt anspricht. Und stinken Sie nicht nach Rauch. Wenn Sie nach Rauch stinken, dann wirft er Sie raus. Heil Hitler. Heil Hitler von Hartmann, Presseschau für den Führer.